Am 12. September ist es wieder soweit, Tag des offenen Denkmals. An diesem Tag öffnet auch hier die Gertrudiskirche. Unter dem Motto Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege soll dazu angeregt werden, einmal genauer hinzuschauen, die Denkmale unter die Lupe zu nehmen und Fragen zu stellen. Unter anderem liegt der Fokus auf Sinnestäuschungen, zum Beispiel illusionistischen Wand- oder Deckenmalereien. In Saalfeld haben wir solche, zum Beispiel im Festsaal des Stadtmuseums oder in der Schlosskapelle oder auch hier in der Gertrudiskirche zu sehen. Und zum anderen liegt der Fokus auf der Frage nach der Authentizität von Denkmalen, also nach dem Sein und Schein. Was ist tatsächlich original und wobei handelt es sich um jüngere Rekonstruktionen? Passend zu diesem Motto habe ich mir für dieses Jahr etwas Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich gern einmal den Blick auf ein ganz besonderes kleines Denkmal, wenn auch mit 6,75 Meter gar nicht so kleines Denkmal legen. Und zwar den hölzernen Altaraufsatz in der Gertrudiskirche in Saalfeld-Grabar. Unter dem etwas abgewandelten Motto Sein und Schein in der Gertrudiskirche möchte ich einen Einblick in meine aktuelle Forschung geben und lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine kleine Zeitreise ins Mittelalter zu kommen. Am 12. September, dem Tag des offenen Denkmals, und auch am 9. Oktober haben Sie jeweils um 16 Uhr die Möglichkeit, genauer hinzusehen und etwas über die abwechslungsreiche Geschichte dieses über 500 Jahre alten Objekts vom Mittelalter bis heute zu erfahren. Was ist wirklich original und wo trügt der Schein? Und welche Rolle spielen zwei kleine Holztafeln? Was verrät uns der Altaraufsatz über seine Herkunft und seine einstige Bedeutung? Welche zum Teil schaurigen Geschichten verbergen die zahlreichen Gesichter, die auf uns herabblicken? Und wie liefert ein abgebrochenes und erst vor kurzem wieder entdecktes Stück Holz neue Erkenntnisse über das tatsächliche Alter? All diesen Fragen werden wir uns widmen. Und wer sich schon immer oder spätestens jetzt fragt, was sich auf der Rückseite des Altaraufsatzes befindet, am 12. September und am 9. Oktober haben Sie jeweils um 16 Uhr die Möglichkeit, es herauszufinden.